Hier sind die Gaming News in 60 Sekunden. Guten Abend. Sony zensiert immer mehr Videospiele. Sonys Zensurpolitik geht immer weiter. Ob Nacktheit oder Gewalt, alles wird verboten. Diese erfolgsversprechende Art und Weise vorzugehen, hat sich der Entwickler bei Nintendo abgeschaut, die früher ebenfalls so gehandelt haben und daher den Ruf einer Kinderkonsole hatten. Was Sony zum Umdenken brachte von alles ist erlaubt zu alles ist verboten, ist nicht bekannt. Aber es gibt Gerüchte, dass sich der Vorstand von Sony per Schönheitsoperation zur Rückenkorrektur Stöcke hat in den After transplantieren lassen. Tatsächlich erzählt man sich, dass dies eben die Stöcke seien, die früher in den Analregionen des Nintendo-Vorstands waren, die nun eine ganz ausgezeichnete Rückenhaltung haben. Wie lange diese Maßnahme bei Sony anhalten wird, ist nicht bekannt, aber wir halten euch selbstverständlich auf den Laufenden. Das waren die Gaming News in 60 Sekunden.